Ja, Steffen, Spiel gegen SV Meppen und dann verletzt auf der Bank ist nicht so ideal, oder? Nee, ist ärgerlich. Ich hätte natürlich gern gespielt heute, aber ja, es ging nicht. Und ja. Wo hast du Probleme? Was? An der Leiste. Entzündung an der Leiste. Ich habe zwar eine Spritze gekriegt, aber das war nicht zu heilen. Da war dann auch wichtiger, dass du vielleicht nächste Woche fit bist oder hast du vielleicht noch irgendwie Hoffnung gehabt, dass du heute noch spielst? Ja, ich habe es gestern nochmal probiert beim Joggen und dann hat es sich halt nicht gehalten und ja, ich versuche nächste Woche wieder langsam einzusteigen. Kriegen wir das schon hin. Wie sehr habt ihr auf eine Sensation gehofft heute? Ja, ist natürlich wir waren schon Außenseiter hier und haben halt gehofft, dass wir, wenn wir tief stehen, dass wir vielleicht dann aus der einen oder anderen Kontergelegenheit da irgendwie zum Torerfolg kommen. Spielte uns natürlich nicht in Karten mit dem frühen Rückstand gleich in den ersten Minuten und ja, dann haben wir halt hinten auch noch ein paar Mal schlecht gestanden und ja, so kam halt das Ergebnis zustande. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, Meppen hat eigentlich eine gute Mannschaft. Die spielen, ich denke, auch unter den ersten 7, 8 Mannschaften mit in der Regionalliga. Und dafür war es eigentlich in Ordnung. Und dann konzentrieren wir uns wieder auf die Liga. Alles klar. Dankeschön. Jo.